So, dann haben wir jetzt das die 15 GVG-Dinger. Aber ich glaube, ich setze hier einen Cut. Mal gucken, vielleicht habe ich jetzt einen Cut gesetzt, vielleicht auch nicht. 15 GVG-Karten. Los geht's. Gucken, wie lang das Video noch ist. Vielleicht habe ich da einen Cut gesetzt. Oh. Oh. War dann wahrscheinlich auch der einzige. Jetzt. Oh, schon wieder hier so ein Warlock. Ja, super. Ritzelmeister. Oh, das ist hervorragend. Hat plus 2 Angriff, solange ihr einen Mech auf dem Schlachtfeld habt. Kobaltwächter. Erhält jedes Mal Gottschild, wenn ihr einen Mech herbeiruft. Ja, nice. Wichtel-Explosion. Unsinn. Unwichtig. Hexenmeisterkarte. Teufelsherrscher. Ich wollte gerade sagen, Alter, das ist doch bestimmt wieder, aber naja, gut. Werft jedes Mal die obersten 3 Karten aus eurem Deck ab, wenn euer Gegner eine Karte ausspielt. Ich meine, 8-8 ist nice to have, aber der Rest? Na. Da wollen wir mal in die Statistiken gucken, wie oft diese Karte gespielt wird. Also eine blaue ist ja zum Glück immer dabei. Oh, golden und gewöhnlich. Knistern. Schamane verursacht 3-6 Schaden. Überladung 1. Spinnenpanzer. Den brauchte ich übrigens auch. Das ist sehr gut. Oh, Schrumpfmeister. Was? Für so ein Mächtig kann man sowas mehr benutzen. Ja. Vielleicht einem Diener minus 2 Angriff in diesem Zug. Cool. Ogerschläger. Was? Das ist so eine Karte. Nee. Die wurde von einem Kevin gemacht. Ich glaube auch. Herrin der Schmerzen. Stellt jedes Mal, wenn dieses Diener Schaden verursacht, ebenso viel Leben bei eurem Helden wieder her. Also viel Schaden kann er nicht bei rumkommen. Ich weiß nicht, wie die Buffkarten beim Hexenmeister aussehen. Weil den spiele ich ja bekanntlich nicht so oft. Bam. Hm. Nervotron. Haben wir davon nicht drüber gesprochen? Angriffspanzer Max. Den wollte ich auch haben. Sehr geil. Also ich finde das cool. Ich krieg gerade alle die Karten, die ich mir herstellen wollte, die kriege ich jetzt alle. Dann kann ich mir ein paar Legendäre vielleicht herstellen. Glittersteintrock. Ein, wenn ein Gegner einen Zauber wirkt. Okay. Der Ninja-Oger. Die sind ja richtig sinnvoll. Ja, vielleicht greife ich einen anderen Gegner an, vielleicht auch nicht. Und man kennt ja die Chancenrechnung bei Blizzard. 50% heißt, 100% macht er das, was er nicht soll. Ja, und 100% heißt, er macht 0% das, was er eigentlich machen soll. Genau. Mechanischer Yeti, auch die wollte ich haben. Micromaschine. Ich hätte das mal auf Englisch stellen sollen. Na egal. Oh, noch eine Micromaschine. Seebär. Also Piratendeck. Warum muss da ein Gnom sein? Ich weiß es nicht. Ja! Ey komm, wie geil ist das denn? Jeeves? Ja, Jeeves hat Stil. Der hat Stil. Das ist cool. Jeder Spieler zieht am Ende des Zuges 3 Karten. Was? Nee, bis er 3 Karten auf der Hand hat. Achso, ja, cool. Nette Karte. Weiter geht es. GVG. Oh. Naja, ist auch nicht so besonders, aber man. Goblin Barbiomat. Ah, verleiht eurer Waffe plus 1 Angriff. Windzorn. Was war da nochmal? Windzorn. Windzorn ist irgendwie, kann zweimal angreifen. 2 Angriffe. Genau. Aha. Ne, die machen wir zum Schluss auf. Bombenwerfer. Fügt einem zufälligen Diener 4 Schaden zu. Mhm. Episch. Sabotage. Find Schurken. Schurke ist immer gut. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Kombo. Zerstört auch die Waffe eures Gegners. Ah, vielleicht ganz nett, wenn man gegen einen Paladin spielt, der gerade Dingens draußen hat. Hier den Echt-Silber-Champion. Also angelegt hat. Ja. Aufziehgnom, Todesröcheln. Okay. Was ist eigentlich mit Ersatzteil gemeint? Ja, das sind so kleine Buff-Karten, könnte man sagen. Zauber für einen Mana, die nur einen schwachen Effekt haben. Okay. Schneefresser. Ja. Kannst du von einem Diener entweder Leben erhöhen oder Angriff erhöhen. Sowas in die Richtung ist das meist. Okay.
Bergreiter. Wildtier. Hey, noch so ein Aufziehgnom. Metallzahnspringer. Aha. Na denn. So. Weiter geht es. Ich glaube, die GVG-Karten, die müssen noch abartig genervt werden. So, was ich hier bis jetzt gelesen habe, Alter, das ist schon ein bisschen derbe. Ach, der antike Heilbot. Irgendwie, mir ist aufgefallen, in den ersten Booster-Pack, das du geschenkt bekommen hast, wenn du dich eingeloggt hast, irgendwie die ersten Tage, ne? Mhm. Da ist mir aufgefallen, jeder hat, glaube ich, so einen antiken Heilbot gekriegt. Müsste ich mal nachher bei mir gucken. Flammenkanone. Also, wenn nicht, den würde ich auf jeden Fall mit reingehen. Nehmen, der ist ein Must-Have, Alter. Stellt 8 Leben wieder her für 5 Mana und dennoch 3-3. So, auf jeden Fall eine geile Karte. Und der noch eine Mech-Karte halt. Ja. 4 Schaden zu einem zufälligen Diener. Ah, ich mag so eine zufälligen Sachen nicht. Flugmaschine, Windzorn. 1-4. Ruf zu den Waffen, Paladin. Ruf 3 Rekruten der silbernen Hand herbei. Legt eine Waffe 1-4 an. So ein Ding habe ich gestern an die Schnauze gekriegt. Da habe ich noch gedacht, so WTF. Ach ja, genau. Das war nachher der letztendliche Grund, warum ich gesagt habe, alles klar, ich hole mir jetzt mal ein paar Packs. Bam. Ah. Du hast heute auch kein Glück, ne? Nee, nicht so recht. Ja, den habe ich jetzt definitiv dreimal. Den habe ich jetzt auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Nee, Football. Selten. Was? Streitantriebskolben. Todesröcheln. Verleiht einem zufälligen befreundeten Mech +2/+2. Schamane, das ist aber eine Waffenkarte. Ja. Wie kann bitte eine Waffenkarte Todesröcheln drauf bekommen? Also, ja, das ist schon wieder. Zwei Runden automatisch. Ja, genau deswegen. Das ist schon wieder irgendwie so LOL Blizzard. Ja, das ist halt, wie du schon sagtest, das ist Blizzard. Naja. Explosives Staff. Todesröcheln. Fügt allen Dienern 2 Schaden zu. Alter, und dann 1-1. Ja, geil. Und dann nur 2 Mana. Nee. Aber das passt zu dem Deck, wo es reingehört. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Okay. Goblin-Sprengmeister. Kampfschrei verursacht 4 Schaden, wenn ihr einen Mech auf dem Schlachtfeld habt. Das wird wohl so sein. Der Schaden wird zufällig auf alle Feinde verteilt. Totstellen! Super. Löst alle Todesröcheln-Effekte aus. Ja, läuft. Ja. Das Patch steht daneben. Also, ja, ich habe nur gerade so überlegt. Also, ich kenne ja so ein paar Todesröcheln-Karten, weil ich an einigen. Yeah. In einigen Decks Todesröcheln-Karten drin habe. Deswegen habe ich ja ein paar jetzt gerade im Kopf, die eigentlich recht stark sind. Was? Achso, Schärföl des Tüftlers. Verleiht euer Waffe. Ich habe Schaföl gelesen erstmal. Ja, ich auch. Verleiht eurer Waffe +3. Kombo für einen zufälligen Bediener. Also das ist ein Must-Have, in der Kombo zu spielen. Aha. Habe ich auch schon irgendwie gehabt. Habe ich auch schon gehabt. Wiederverwerten. Mischt einen feindlichen Diener in das Deck eures Gegners. Vol'jin. Ja, weißt du nicht, ob der was taugt? Ja, geht's halt dazu. Vertauscht das Leben dieses Dieners mit einem seiner anderen Dieners. Bei 6, wenn du jetzt irgendwie so eine Riesenkarte draußen hast. Ja, das ist. Ja, Priesterdecks sind ja sowieso darauf aufgebaut, das Leben weiter zu erhöhen. Ja, richtig. Und so ein Vol'jin wäre gar nicht so verkehrt da drin, doch. Ich hab das gar nicht gesehen, dass das eine Priesterkarte ist. Das ist eigentlich, das gefällt mir eigentlich schon wieder gar nicht. Kriegsbord. Kriegsbord. Ey, er verfolgt uns einfach. Er verfolgt uns einfach. Ja. Er verfolgt uns. Wir haben das Vieh in WoW und da steht als, ja, wie soll man sagen, so, also wir haben es bekommen durch die US Mountain Dew, wie ist das? Irgendwas mit Mountain Dew. Ja, irgendwie so eine Kampagne. Ja, irgendwie sowas. Und ja, US, haben wir gar nicht dran teilgenommen. Nö, eigentlich nicht, weil ich wüsste nicht, dass ich mal in den USA gewesen wäre. Dito, oder auf dem US-Server gespielt habe. Die Waffe ist mir letztens entgegengekommen.
Okay. Naja, 2-2. Hm. Kann man aber mal machen. Das, das hat dem Gegner nichts gebracht. Ja, okay. Selten. Teufelskanone, Hexenmeister. Fügt am Ende eures Zuges einem Nicht-Mech 2 Schaden zu. Okay. Was? Na, das sieht ja schon wieder kacke aus hier. Was haben wir denn hier? Elixier das Robobärchen. Spott wählt aus, plus ein Angriff oder plus ein Leben. Boah, kann man mal machen. Ja, kann man mal machen. Kann man auch lassen. Guck mal, ein Aufziehgnomen. Hm? Ein Aufziehgnomen und eine Flammenkanone habe ich ja noch nie gehabt. Nee, irgendwie ist es total. Schneefresser habe ich noch nie gehabt. Selten. Grußspeier. Zauberschaden plus 1. Ey, das war so geil in der Closed Beta, Mann. Zauberschaden skalierte hier mit dem Feuerball, den du als oder Kahnschlag oder was das ist, den du als Magier hast, da deine Heldenfähigkeit. Das skalierte Zauberschaden noch mit. Deswegen ist Magier auch noch immer mein Lieblingsdeck, weil in der Closed Beta habe ich den nur gespielt. Ja, ich spiele Magier eigentlich seit Anfang an, also seit... Man ist ja quasi aus dem Tutorial, ist mir quasi mit Magier rausgekommen. Ja. Und seitdem spiele ich eigentlich nur Magier. Und nebenbei halt meine Hunter. Hier haben wir den nächsten Piraten. Ja, schon wieder so ein hässlicher genommen. Ne, ist der gleiche. Ja, ich weiß. Bestimmt... Und ich... Ah, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, ne? Ja, es kann auf jeden Fall ordentlich was entzaubern. Mörderische Rostlaube, Kampfschrei, leid einem befreundeten Mech plus 2 plus 2. Schade, dass ich keinen Krieger spiele. Anima-Golem. Geh aus meinem Kopf. Dunkler Animus. Er wird dich verfolgen. Ja, ja. Einziger Diener auf dem Schlachtfeld ist, wird er vernichten. LOL Blizzard. Ey. Alter. Nee. Nee, einfach. Nee, einfach weitermachen. Nichts sagen, nichts fragen, oder wie war das, ne? Genau, nichts sagen, nichts fragen, einfach nur wundern. Ah, habe ich auch schon mal gesehen, gehabt, getan. Mechanischer Yeti, den habe ich auch schon mal gesehen, kann das sein? Todesrechnen hier? Ja, den hatten wir vorhin auch schon mal. Okay. Golden und selten. Oh, eiserner Sensei. Verleiht einem anderen befreundeten Mech am Ende des eures Zuges plus 2 plus 2. Schurke. Selten. Totem der Vitalität. Stellt am Ende eures Zuges bei ein, was ist bei eurem Helden 4 Leben wieder her? 3 Leben? Kann man machen. Selten. Goblin-Sprengmeister, den hab ich auch schon mal. Ja, den hatten wir vorhin gerade erst. Ja. So, und das letzte Pack. Da kann ich jetzt auch mal gerne. Natürlich nicht. Ritzelmeister. Den brauche ich auch zweimal. Hatten wir heute schon das Öfteren. Ne, den hatten wir einmal bis jetzt. Echt nur einmal? Ja, den hatten wir schon ein paar Mal. Knistern oder hatten wir jetzt auch dreimal. Ja. Antike Halber, den habe ich jetzt 4-mal. Den habe ich jetzt auch 2-mal. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich nochmal so einen Rappel kriege und da nochmal 30 so eine Packets aufmache. Vielleicht auch das nächste Mal mehr. Bis dahin, bleibt mal gewogen, bleibt mal treu. Haut rein und tschüss. Tschüss.